Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Nicht, dass ihr euch wundert, das T-Shirt ist hochgekrempelt, weil frisch und ich komme mit dem oberen immer, wenn ich so mache, an den Ärmel vom T-Shirt dran und kriegst da halt so schlecht weg. Aber davon mal abgesehen, ich habe ein Paketchen gekriegt. Hier steht auch Vorserie drauf. Das ist der LG 32GK850. Das ist ein WQHD-Monitor. Oh, den werden wir jetzt gleich auspacken. Oh, fuck. Aber, wie gesagt, ich mache ein Unboxing. Aber das, was ihr jetzt hier seht, das wird sich, denke ich mal, stark von dem unterscheiden, wenn ihr es kauft. Also es kann sein, dass hier nur eine graue Verpackung oder eine weiße oder schwarze Verpackung ist und die sieht dann später natürlich anders aus. Weil das ist Vorserienmodell. Das wurde mir zur Verfügung gestellt von einer PR-Firma, die mit Logitech mit LG zusammenarbeiten, dass ich mir den mal angucken kann und euch zeigen kann, weil viele haben nach einem WQHD-Monitor gefragt, weil ich habe ja nur HD-Monitore und die haben mir alle gesagt, bei 32 Zoll musste wenigstens WQHD oder 4K nehmen. Ich bin auch sehr an einem 4K interessiert, da gucke ich auch schon die ganze Zeit nach Preisen, dass ich dann die 4K-Spiele der PlayStation vernünftig spielen kann vorm PC. Aber das kommt später. Der PC hat erstmal genug gekostet. Und die 4K-Capture-Karte und die ganze Zeug. Und Geld wächst ja nicht, wie bekannt, nicht auf Bäumen. So. Oh, was ist denn hier? Hier ist eine Schraube drin. Guck mal, da ist eine Schraube rausgefallen. So. Ach so, das liegt hier oben alles drin. Ah, okay. Das Graue ist schon der ganze Karton von dem Monitor. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das hier alles irgendwie heile rauskriegen, ohne dass irgendwas verloren geht. Weil hier ist gerade ganz schön windig bei uns. Ich mache mal die Schraube darüber. Hoppala. Ah, das ist, denke ich mal, der Arm, wo er rankommt. Das legen wir mal rüber. Wir machen dann nämlich auch noch ein Bauvideo, wo wir das zusammenbauen werden. Ja, das ist jetzt nicht mehr so schön eingepackt, das ist klar. Wie gesagt, Vorserienmodell und ich bin ja nicht der Erste, der das hat. Hier ist dann der Fuß. Den können wir auch mal so auspacken. Oh, schwarz-rot. Sieht geil aus. Ich glaube, das ist auch der beleuchtete. Ja, seht ihr das? Schwarz-rot. Leck mich am Arsch, ist das ein Wind hier. Also wir kriegen heute noch Strom. Dann haben wir so eine schwarze Kappe. Ich denke mal, das für hinten. Werden wir ja gleich sehen. Dann ist ein HDMI-Kabel mit bei. Dann ist ein USB-Kabel mit bei. Der ist, denke ich mal, dafür da, dass wir die USB-Kabel, die am Monitor direkt sind, mit dem PC verbinden können. Oder für die LED-Beleuchtung am Monitor. Eins von beiden, werden wir ja sehen. Dann haben wir nochmal so ein schwarzes Ding. Dann haben wir hier noch ein Stromkabel. Der, nicht wundern, der ist jetzt, wie gesagt, auch nicht verpackt. Ich bin ja nicht der Erste, der das hat. Und hier ist der restliche Teil vom Stromkabel. Ach, meine Frau, ihre Eier sind fertig. Die hat sich Eichen gemacht. Oh, der sieht aber etwas größer aus als meiner, glaube ich sogar. So. Jetzt haben wir den hier. Jetzt können wir den Karton wegräumen. Oh Gott. Meine Fresse. Jetzt müssen wir hier mal kurz schnell Ordnung schaffen, weil sonst erschlägt mich meine Frau, weil hier so viel rumsteht. Oh Gott, ich weiß auch nicht, wie lange ich den hier zum Testen habe. Das kann ich euch jetzt so aus Hand auf Hand gar nicht sagen. Ich denke mal ein paar Wochen.
Jetzt packen wir den einfach mal aus hier, dass wir uns den mal komplett angucken können. Das ist kein Curve, weil ihr wisst ja, ich stehe ja sonst total auf Curve. Aber das ist jetzt hier mal kein Curve. So, jetzt müssen wir, den werden wir nachher auch zusammenbauen. Hier seht ihr denn den Monitor. So, wir werden den einfach mal umdrehen. So, hier hinten haben wir dann halt USB-Anschlüsse. Dann machen wir alles im Hardware-Video dann genau. Hier haben wir die Halterung. Da können wir den dann auch sozusagen an die Wand machen, wenn wir das wollen. Mit handelsüblichen Halterungen müssten eigentlich reinpassen. Wenn nicht, braucht man da vielleicht ein spezielles für. Ich habe die Nummer 4, also von den Vorführmodellen halt sozusagen. LG, logischerweise. Hier ist schwarz-rot und hier oben ist so ein Kranz rum, der dann beleuchtet. Das werden wir uns nachher auch komplett angucken. Da würde ich sagen, ich mache da auch definitiv ein Hardware-Video, dass wir uns den mal komplett... Oh, die Tasten sind hier unten, das ist schön. Laut leise ist hier unten. Dann würde ich sagen, machen wir definitiv ein Hardware-Video, wie wir das mal aufbauen werden, zusammenbauen werden, gucken, wie das funktioniert. Ich glaube, die eine Schraube ist auch für den Fuß, so wie das jetzt aussieht. Ich bin mal gespannt, ob wir den auch so zusammengebaut bekommen oder ob da Schrauben fehlen. Dann würde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, bei euch sieht der Karton jetzt anders aus. Logischerweise, weil das ist ein Vorserienmodell. Die haben sie jetzt bei der IFA vorgestellt gehabt, glaube ich. Und jetzt gibt es den auch im Handel mittlerweile schon. Und ja, die PR-Firma hat halt Vorserienmodelle zum Testen bekommen für die einzelnen YouTuber und Zeitschriften und was weiß ich. Und darum habe ich so ein Vorserienmodell hier zum Testen. Wir sehen uns im nächsten Video, im Hardware-Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Wir sehen uns dann. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.